Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, was hast du denn da Schönes? Ja, das gefällt mir wirklich gut. Was meinst du? Zurückgeben? Ja, so kennen wir die Briten, oder? Ungefähr 95,8% des British Museum sind ja auf derartige Art und Weise zustande gekommen. Aber wer hätte sich gedacht, dass sich auch das British Film Institute auf ähnliche Art und Weise finanziert hat? Gut, man darf die Briten jetzt natürlich nicht als Aushängeschild des Ideenklaus bezeichnen, auch wenn's gut, manchmal ganz naheliegend ist. Man hat sich auch in anderen Ländern natürlich immer wieder gerne mit fremden Federn geschmückt, weil, ganz ehrlich, sich eigene Dinge einfallen lassen, das ist hart, das ist schwer. Da ist es natürlich wesentlich leichter, sich einmal anzusehen, was bei anderen Leuten doch schon einmal funktioniert hat. Und so war es natürlich auch klar, dass das Konzept des Giallo irgendwann einmal über die italienischen Landesgrenzen hinausgeht und sich einige Leute also Hommagen oder, naja, halt einfach so Elemente davon genommen haben. Und damit möchte ich jetzt allerdings eben die britischen Filmregisseure, die sich dieses, sagen wir mal, Kniffes schuldig gemacht haben, gar nicht einmal außen vor stellen. Aber es war schon sehr spannend zu sehen, wie sich der Giallo dann bei seiner internationalen Auswertung auch ein kleines bisschen verändert hat. Wir kannten das ja, Regisseur Norman J. Warren hat ja tatsächlich den Moment beschrieben, als er einen Klassiker von Dario Argento im Kino gesehen hat und sich daraufhin dann sofort inspiriert gefühlt hat für seinen Film Terror, den wir uns hier im Blu-ray-Check natürlich bereits ausführlich angeschaut haben anhand der Megabook-Veröffentlichung von Anolis Entertainment. Aber es könnte ja unter Umständen möglich sein, dass auch bei Pete Walker so ein ähnlicher inspirativer Moment passiert ist, denn sein Film Amok aka Schizo ist ja mehr oder weniger zu einer relativ ähnlichen Zeit entstanden. Dabei hat Walker sich und zwar niemals persönlich dafür geäußert, aber die Giallo-Einflüsse in diesem Film sind ganz besonders offensichtlich, wobei sie tatsächlich gar nicht mal so exploitativ sind, wie man das auf der ersten Seite merkt, wie man das vielleicht vermuten würde. Stattdessen ist es tatsächlich ein Film, der sich sehr mit seinen Charakteren bzw. eben den Charakterhintergründen beschäftigt, so sehr, dass als Pete Walker seinem Haus- und Hofautor David McGillivray die Idee geliefert hat, der direkt gemeint hat, was? Du bist verrückt. Und tatsächlich laut Aussage von Pete Walker in einem Interview die Idee und den gesamten Twist von diesem Film gehasst hat. Trotzdem hat er sich dann dazu breitschlagen lassen, den Film zu schreiben. Dabei ist McGillivray ja eben jemand, der tatsächlich für mehrere große britische Kultregisseure geschrieben hat. Eben gemeinsam mit Pete Walker hat er an Werken wie Haus der Todsünden und Frightmare ebenfalls noch gearbeitet oder das Haus der Peitsche. Hat allerdings eben auch mit dem vorher bereits erwähnten Norman J. Warren zusammengearbeitet und da Drehbücher eben für Titel wie Sklavin des Satans oder, oh, was für ein Zufall, Killing House aka Terror geschrieben. In der Hauptrolle des Films ist übrigens eine sehr spannende Dame zu sehen, nämlich Lynn Frederick, die kurze Zeit nach diesem Film auf einem Gala-Dinner, wo übrigens auch Pete Walker persönlich anwesend war, einen Schauspieler namens Peter Sellers kennengelernt hat, den sie dann später geheiratet hat. Offensichtlich ging die Ehe allerdings relativ schwierig voran. Trotzdem war sie dann nachher die Alleinerbin, nachdem Peter Sellers kurze Zeit später gestorben ist, was einen großen Familienstreit mit seinen Kindern heraufbeschworen hat. Aber Lynn Frederick war auch bereits vorher schon als Schauspielerin tätig, hat beispielsweise bereits 1972 die Dora Müller in Zirkus der Vampire, dem klassischen Hammer-Film, den wir uns hier im Blu-ray-Check ebenfalls ausführlich angeschaut haben, gespielt. Sie war Kendra Eldridge in dem Ameisen-Film Klassiker Phase 4, hat außerdem unter der Regie von Lucio Fulci gespielt in Verdammt zu leben, verdammt zu sterben und hat ziemlich zeitnah zu der Produktion von dem Film Schizo auch bei dem Film Reise der Verdammten mitgespielt oder eben auch Voyage of the Damned, an der Seite von Leuten wie Faye Dunaway und Oscar Werner, gedreht von Stuart Rosenberg, ein Film, der übrigens für 3 Oscars nominiert war, nämlich der Musikkomponist Lalo Schifrin, die beiden Autoren
Horn, Steve Chagan und David Butler beziehungsweise Lee Grant als Nebendarsteller, allesamt Oscar nominiert. Und tatsächlich kannten sich Lynn Frederick und Pete Walker bereits seit Lynn Frederick 14 Jahre alt war, weil ihre Mutter als Casting-Agentin gearbeitet haben und offensichtlich die Familien ein bisschen befreundet waren. Und es gab schon seit längerer Zeit eben ein Interesse daran, dass die beiden zusammenarbeiten. Trotzdem war Amok/Shizu die erste und auch gleichzeitig letzte Zusammenarbeit zwischen den beiden, wobei nicht überliefert war, dass sich die irgendwie gestritten haben. Aber Pete Walker, clever wie er war, hat sich natürlich überlegt, hey, Lynn Frederick dreht einen Film, einen großen Film eben namens Reise der Verdammten, das könnten wir ja als Marketing-Effekt verwenden mit Lynn Frederick aus Reise der Verdammten. Blöderweise hat Pete Walker allerdings extrem effektiv gearbeitet, war bei den Dreharbeiten extrem flott und auch die Post-Production von Shizu ist extrem schnell vonstatten gegangen, weswegen dann Shizu, blöderweise, 4 Wochen vor Reise der Verdammten in den Kinos gelaufen ist und man sich diesen Marketing-Gag wieder abschminken hat müssen. Vor allem, weil Pete Walker vielleicht auch über den ersten Auftritt von Lynn Frederick alles andere als begeistert war, denn er hat sie vor allem auch gecastet wegen ihrem wunderschönen, lodernden Haar, das sie blöderweise für die Dreharbeit von Reise der Verdammten abgeschnitten hat, was allerdings Pete Walker nicht wusste und eben deswegen etwas überrascht war, als sie dann auf dem Set aufgetaucht war. Peter Walker hat auch im Interview gesagt, dass er quasi niemals 100% mit einem seiner Filme zufrieden war und dass dieser hier jetzt auch nicht wirklich eine Ausnahme war. Trotzdem hat man es geschafft, den Film in den internationalen Vertrieb von niemand geringerem als Warner Brothers zu bekommen, die damit natürlich auch dafür gesorgt haben, dass der Film in einigen Horror-affinen und erfahrenen Territorien wie beispielsweise Italien durchaus ein Erfolg war, wobei sich die allerdings offensichtlich doch bei der Vermarktung von etwas exploitativer angehauchten Filmen ein bisschen schwer getan haben. Wir sehen übrigens im Cast von diesem Film einige bekannte Gesichter, wobei viele natürlich eben überwiegend verhaftet waren im britischen Film und Fernsehen. Die meisten, viele Leute haben dann bei Serien wie Doctor Who kurz bei mitgespielt, was ich jetzt nicht jedes Mal erwähnen werde. Aber wir ein paar Beispiele möchte ich trotzdem bringen. John Layton hat beispielsweise auch die Rolle des Tunnel King Willy in The Great Escape, gesprengte Ketten mit Steve McQueen gespielt, war außerdem in der Fernsehserie Biggles nach der tatsächlich gleichen Vorlage, nach der auch der Film Der Biggles-Effekt inszeniert wurde, der von Wicked Vision ebenfalls im Mediabook veröffentlicht wurde, gedreht wurde, der Ginger in 44 Folgen. Stephanie Beecham hat außerdem in 23 Folgen der Serie der Denver Clan bzw. 49 Folgen des Spin-Offs Die Colbys die Rolle der Sable Colby gespielt, war außerdem im Jahr 2021 gerade erst in einer der Hauptrollen von dem Film Rap Grandma zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich den Titel gelesen habe, wollte ich sofort alles über Rap Grandma wissen. Ist es mehr oder weniger der Enkelschreck? Und übrigens für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, unbedingt googeln und unbedingt auf die Stimme der rappenden Oma hören. Die hat man nämlich beispielsweise schon in japanischen Splatter-Klassikern aus den 60er Jahren sprechen hören. Sehr, sehr bekannte Synchronstimme. Aber er hat dann Stephanie Beecham hat außerdem noch bei zum Beispiel Norman J. Warren gespielt, bei Samen des Bösen oder eben auch schon in anderen Pete Walker Filmen wie dem Haus der Todsünden. Wir sehen John Fraser, der auch unter Roman Polanski bei Ekel gespielt hat. Ich finde das immer so toll, die Begriffe Roman Polanski und Ekel direkt untereinander zu hören. Er war Prinz Alfonso aus El Cid. Wir sehen Jack Watson, der in über 120 Produktionen mitgespielt hat, darunter als Sandy Young in Die Wildgänse kommen. Er war in Ein Haufen toller Hunde, ein Wüsterhaufen mit dabei. Außerdem hat er noch gespielt in Turm der lebenden Leichen als Hamp, war außerdem in Die brennenden Augen von Schloss Baltimore als Rathoff mit dabei. Wir sehen Colin Jevons, der interessanterweise zu sehen war, auch in Todesgriff der roten Maske, die Oblong Box als Doktor aus dem Jahr 1969. Wir sehen Victor Winding, der zum Beispiel auch
mitgewirkt hat in Die Schrecken der Medusa als Senior Police Officer, auch zum Beispiel eben im Haus der Todsünden oder Frightmare bereits in anderen Norman J. Warren Filmen mit dabei war. Terry Duggan hat interessanterweise, man muss es einfach erwähnen, hat mitgespielt in Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey. Gut, er war am Anfang des Films der Affe, der von dem Leoparden angefallen wurde, aber trotzdem, Stanley Kubrick hat außerdem dann noch mitgewirkt in Frankensteins Schrecken als Bandit, beziehungsweise manche Filme, da reicht es mir schon, alleine den Titel zu lesen und ich weiß, ich muss irgendwie mehr darüber erfahren. Die Rap Grandma ist ja mehr oder weniger nur der Beginn von diesem Spektrum, aber wie wäre es mit dem 1969 gedrehten Film Das Sexualleben des Neandertalers und seine grausamen Folgen? Shut up and take my money. Wir machen weiter hier mit Lindsay Campbell, der beispielsweise ein Polizeiinspektor war bei Uhrwerk Orange oder der auch den Shaw in Sprengkommando Atlantik gespielt hat. Diana King hat zum Beispiel auch bei über 130 Projekten mitgewirkt und war bei Sie kamen von jenseits des Weltenraums als Mrs. Trethowen mit dabei. Hinter der Kamera haben wir beispielsweise Musik kombiniert von Stanley Myers, der ebenfalls ein ganz besonders interessanter Komponist war, hat nämlich die Musik gemacht für Filme wie Maniac City oder The Wind, einige oder The Zero Boys, einige Nico Mastorakis Filme, hat auch die Musik tatsächlich gemacht für mehrere Pete Walker Filme und so beispielsweise auch noch komponiert bei Frightmare und ähnlichen Sachen, hat aber, oder Haus der Todsünden, hat aber, oder Zeuge des Wahnsinns, hat aber auch bei einigen großen Produktionen mitgewirkt und so zum Beispiel die Musik kombiniert für Hexen, Hexen aus 1990, die durch die Hölle gehen 1978. Ein Wahnsinn. Die Kamera wurde geführt von Peter Jessop, der beispielsweise auch bei fast 70 Produktionen mit dabei war, darunter natürlich auch Zeuge des Wahnsinns, Haus der Todsünden, Frightmare, Haus der Peitschen, mehr oder weniger der Haus- und Hofkameramann von Peter Walker, beziehungsweise Alan Brett als Cutter, hat natürlich ebenfalls bereits bei Zeuge des Wahnsinns Hand angelegt, also später dann. Es waren allerdings die einzigen zwei Zusammenarbeiten mit Pete Walker und er hat insgesamt nur bei 8 verschiedenen Filmen mitgewirkt. Man muss sagen, Schizo ist mit Sicherheit einer der interessantesten Filme aus dem Oeuvre von Pete Walker, der natürlich auf der einen Seite immer exploitativ gearbeitet hat, den man allerdings durchaus gerade durch solche Produktionen auch anmerkt, dass er immer ein bisschen über den klassischen Grindhouse-Schnetzel-Wahnsinn hinausgehen wollte. Ja, der Film hat ein paar effektivere und explizitere Momente, wurde damals übrigens auch für den deutschen VHS-Release von Warner trotz FSK 18 Fassung geschnitten. Dabei wurde bei einer der späteren Rückblenden, wo man den wichtigen Mord sieht, tatsächlich das explizite Detail herausgeschnitten. Alle anderen Kills waren allerdings intakt und wenn hier die Angabe in der OFDB korrekt war, lief der Film in den deutschen Kinos bereits unzensiert. Das lasse ich aber, wie gesagt, eher offen, diese Info. Was aber definitiv ist, dass dieser Film mit dem alten deutschen Video-Release von Warner Home Video mehr oder weniger versandet ist. Einen digitalen Release gab es niemals, bis am 29. Februar 2024 Wicked Vision den Titel wieder ausgegraben hat und als Nummer 7 der hauseigenen Pete Walker Collection veröffentlicht hat und damit über ein Jahr nach dem Release von Männer der Gewalt wieder in das Oeuvre von Pete Walker eingegriffen hat. Mir hat man übrigens dankenswerterweise alle 5 der hier veröffentlichten Mediabooks für dieses Review zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, obwohl ich es kaum halten kann, in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray-Check mit euch einen genauen Blick auf alle verfügbaren Cover-Artworks von Pete Walkers Amok aka Shizu zu werfen. Und oh wow, 5 verschiedene Artworks ist definitiv eine beeindruckende Zahl, aber nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, wie viele beeindruckende Artworks es zu diesem Film denn tatsächlich gibt. Dabei hat Wicked Vision bei 2 Cover Artworks den Originaltitel Schizo verwendet, beziehungsweise bei 3 anderen auf den klassischen deutschen Titel Amok zurückgegriffen. Und ich möchte jetzt an der Stelle einmal mit den beiden Schizo Artworks beginnen, nämlich mit dem Cover B und D, beziehungsweise ganz am Anfang einmal eine
exklusive Coverkarte herzeigen, die exklusiv im Shop von Wicked Vision direkt bestellt wurde und unabhängig davon, welches Cover man bestellt hat, auf die ersten 400 Besteller von diesem Titel verteilt wurde. Aber jetzt einmal einen direkten Blick hier auf das Cover B zuallererst. Das zeigt mehr oder weniger, ich sage immer wieder gern das Superman-Motiv von diesem Film, mehr oder weniger die geöffnete Tasche sowie die, das geöffnete Hemd ist übrigens auch ein Element, das, wenn wir jetzt dann einmal vorgreifen, auf beispielsweise dem alten deutschen VHS-Artwork ebenfalls mit drauf war, wobei auf dem deutschen Plakat ein englischer Text zu lesen war, beziehungsweise es sich hier ganz offensichtlich um eine stärker kontrastierte beziehungsweise nachgezeichnete Version handelt, natürlich mit französischem Text. Dasselbe Artwork ist auch einer, das eben beispielsweise für amerikanische Poster und Heimkino-Veröffentlichungen verwendet wurde und das mehr oder weniger mit eines der schlichtesten Artworks zu diesem Film ist, das in meinen Augen aber auch sehr schön die Art, Präsentation und Ästhetik des Films repräsentiert. Dabei können wir mal ganz kurz einen Blick auf die beiliegende Coverkarte werfen. Hierbei handelt es sich natürlich auf der einen Seite um dasselbe Motiv, wobei dieses und auch der Titelschriftzug von der Größe her ein bisschen angepasst werden musste und von der Position, damit man eben die Hinweise auf die Pete Walker Collection beziehungsweise eben den Blurb sowie das FSK-Logo hier unterbringt. Dabei wechseln wir dann gleich einmal direkt auf das Cover D. Das liegt hier auf der rechten Seite ebenfalls mit dem Shizu-Titel. Gleich einmal der Blick auf die Coverkarte, wo hier ein riesengroßer Unterschied ist. Allen voran schon einmal nämlich mit der Position des Titelschriftzugs, der auf dem Mediabook selbst ganz oben angebracht wurde, aber dann auf der Coverkarte in die Mitte verschoben wurde, weil man oben halt den Pete Walker Collection Banner gebraucht hat. Allerdings sind dann eben noch die Namen der Hauptdarsteller und Pete Walkers Name zu lesen, beziehungsweise ein paar andere zusätzliche Blurbs. Und wenn wir gleich einmal noch einen Blick hier auf die Rückseite von diesem Cover-Aufleger werfen, dann sehen wir eben hier den Überblick über die bisher erschienenen Pete Walker Mediabooks, die überwiegend bereits ausverkauft sind, beziehungsweise die Vorschau auf den nächsten Titel, nämlich Die Screaming Marianne, oder? Dann werfen wir eben hier den Blick auf das Cover-Artwork. Dabei muss ich sagen, dass dieses Shizu-Artwork für mich persönlich das mit Abstand schönste Artwork ist, das es zu diesem Film gibt. Das ist halt mehr oder weniger das Artwork in dem klassischen Stil, wie damals überwiegend eben die italienischen Künstler alle Enzo Schotti und Renato Casaro gearbeitet haben. Einfach wunderschöne, detaillierte Bilder von einzelnen Charakteren aus dem Film. Eben dieser Zeitungsausschnitt, der auch auf dem Cover B beziehungsweise auch auf dem alten deutschen VHS-Cover verwendet wurde, ist hier ebenfalls mit von der Partie dazu, allerdings auch, finde ich, sehr schön angeordnet, die anderen Elemente von diesem Artwork, beziehungsweise eben sieht man auch, wenn man hier genauer auf dem Druck von diesem Mediabook schaut, wie schön detailliert und absolut perfekt punktscharf dieses Motiv trotz seines hohen Alters noch hier präsentiert werden kann. Damit wechseln wir dann einmal hier auf die drei Amok-Cover, wobei, wenn wir jetzt hier auf der linken Seite mit dem Cover A starten, dann sehen wir das alte deutsche Kinoplakatmotiv. Das ist eben 1:1 hier erhalten auf dem Mediabook Frontcover. Das Einzige, was im Vergleich zur Originalversion weggelassen werden musste, das ist halt der Cast and Crew Block weiter unten. Der ist allerdings auch verzichtbar. Hier noch einmal ein kurzer Vergleich eben mit der alternativen Version, die dann eben auch auf dem Cover-Aufleger zu finden ist. Diese Aufleger übrigens, wie von Wicked Vision gewohnt, einfach nur gemeinsam mit dem Mediabook einfoliert und nicht irgendwie angeklebt und demnach eben einfach und rückstandsfrei wieder zu entfernen. Dabei muss man fast sagen, dass dieses Amok-Cover fast ein bisschen Frankenstein-mäßig wirkt, vor allem eben mit dieser fast psychedelisch anmutenden Beleuchtung, beziehungsweise auch der natürlich ganz offensichtlich exploitativeren Aufmachung mit diesen lustvoll stöhnenden und schreienden Gesichter der beiden Darstellerinnen hier, wo im direkten Vergleich dann fast ein bisschen die Teilnahmslosigkeit des großen abgetrennten männlichen Kopfes in der Mitte von dem Bild etwas seltsam erscheint, ist aber auf jeden Fall trotzdem ein interessantes Motiv, das damals eben für die deutschen Lichtspielhäuser verwendet wurde und auch ein Teil von dem anderen bekannten deutschen Motiv. Dann
hat man nämlich die Dame auf der rechten Seite von diesem Cover-Artwork, Poster-Artwork noch einmal vergrößert, hat dann eben außerdem die Tasche dazu kopiert und das Ganze in so einen bläulichen Rahmen gepackt. Das war dann eben das Cover, mit dem Warner Home Video der Meinung war, da können wir die Videothekengänger auf unsere Seite ziehen. Das ist nämlich eins zu eins das alte deutsche VHS-Plakat, das alte VHS-Cover-Motiv. Das inkludiert natürlich auch den relativ großen Cast and Crew Block, der hier links unterhalb von dem Titelschriftzug zu sehen ist. Und tatsächlich ist das der Vorteil von den alten Warner Home Video VHS Cover Artworks, dass oberhalb von dem eigentlichen Cover immer noch der große Warner Home Video Banner zu finden war, weswegen Wicked Vision dieses Artwork jetzt hier ohne jegliche Auslassungen bzw. Kürzungen auf das Mediabook Cover Artwork holen konnte. Dazu auch an der Stelle noch einmal schnell der Vergleich mit dem alternativen Cover-Aufleger. Da hat man ebenfalls einfach den gesamten Titelschriftzug bzw. Casting Crew Block nach unten verschoben, um hier Platz dann für den Pete Walker Collection Banner zu machen. Dann wechseln wir auf das gezeichnete Cover, das hier eben in der Mitte zu finden ist. Dabei handelt es sich um das Motiv, das wir eben beispielsweise auch schon bei dieser Wicked Shop exklusiven Coverkarte gesehen haben. Das ist das alte spanische Plakatmotiv zu diesem Film. Das ist allerdings auch das Motiv, das in Italien als Loncandina verwendet wurde. Hier auch tatsächlich absolut verlustfrei auf dem Cover. Bei dem Loncandina ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel weiß und sehr, sehr, sehr großer Text. Da gefällt mir natürlich die Interpretation hier auf dem deutschen Mediabook gleich deutlich besser. Da ist auch interessant, einmal ganz schnell den Vergleich mit dem Cover-Aufleger zu wagen. Hier gibt es ebenfalls oben einfach den Pete Walker-Banner. Interessanterweise wurde hier das eigentliche Cover-Artwork vergrößert und dadurch dann der Titelschriftzug verkleinert und auf die Seite geschoben, weil das einfach ästhetisch und von der Bildaufteilung her besser zusammenpasst, wenn eben der Flatschen und die anderen Textelemente dazugehören. Wobei finde ich die Aufbereitung und das Arrangement von den Bildelementen hier auf dem eigentlichen Mediabook auch absolut großartig ist. Vor allem mag ich das irgendwie, wie mächtig dieser Titelschriftzug hier in der Mitte thront. Das sind insgesamt fünf wirklich wahnsinnig interessante und eigentlich grundverschiedene Mediabook-Artworks, die wir uns jetzt dann natürlich noch einmal auch hier im Spine-Vergleich näher anschauen können. Da sehen wir nämlich auf der einen Seite dreimal den gleichen Amok-Titelschriftzug, zweimal den gleichen Shizu-Titelschriftzug, wohingegen eben das Cover C mit diesem bräunlich-gräulichen Artwork natürlich dieses Design auch durchgehend über den Spine weiterführt. Wir können dann einmal den Blick auf das Backcover wagen. Das ist auch in dem Fall wieder bei allen Mediabooks absolut identisch. Hier vielleicht der interessanteste Unterschied eben natürlich auch wieder bei dem Cover C zu finden, eben einfach durch die andere Farbe im Hintergrund. Aber grundsätzlich gibt es auf allen Mediabooks die gleiche Inhaltsangabe, die gleichen Bilder aus dem Film, Casting Crew Angaben, technische Details, sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Dabei ist in diesem Fall zu erwähnen, dass der Audiokommentar mit dem deutschen Dream Team Dr. Gerd Naumann, Matthias Künecke und Christopher Klese auch im Fall von Shizu wieder absolut genial ausgefallen ist. Die drei eine Menge an interessanten Hintergrundinformationen, so eben beispielsweise die Geschichte mit Lynn Frederick und Peter Sellers habe ich mir, dankeschön, aus dem Audio-Kommentar ausgeborgt. Beziehungsweise gibt es dann auch noch ein sehr interessantes und sehenswertes Interview mit Pete Walker persönlich, das circa 12 Minuten lang dauert. Und last but not least noch eine Einführung in den Film mit Professor Dr. Markus Stiegelegger unter dem Titel, was für eine Überraschung auch, Global Giallo. Wir werfen jetzt dann einmal einen Blick hier ins Innere, exemplarisch bei einem Mediabook, weil innen sind natürlich auch alle fünf Mediabooks genau gleich ausgefallen. Dabei ist interessant, dass es eben auch das deutsche Kinoplakatmotiv ist, das hier in einer deutlich ausgeblichenen Version auf dem Booklet-Frontcover ist. Dabei natürlich auch diese künstlichen Falten, die da noch hinzugekommen sind. Also diejenigen, die die maximale visuelle Abwechslung bei den Mediabooks haben wollen, die sollten sich außen für ein anderes Cover-Artwork entscheiden. Aber ich finde auf der anderen Seite das Wicked Vision hier durch die unterschiedlichen Filtern bzw. die unterschiedliche Bildwiedergabe trotzdem einen schönen Bruch und einen schönen Unterschied zwischen diesen beiden Versionen von diesem Artwork geschaffen haben. Dann
werfen wir hier einen Blick auf die beiden Discs, die in diesem Fall beide dasselbe Artwork zeigen, nämlich eben jenes Bild, das wir auf dem Mediabook mit dem Cover C als Frontcover hatten. Wir bekommen noch ein ebenfalls etwas zerstört und ausgeblichen wirkendes Bild auf dem Backcover. Und unterhalb von den beiden Discs im Innenspiegel haben wir auch bei dem Mediabook aus der Pete Walker Collection wieder diese rot-schwarze Ästhetik, die eben sehr, sehr dezent im Dunkeln ist und damit übrigens ein neues Mediabook von Wicked Vision nach der neuen Produktionsweise, was natürlich ganz eindeutig daran zu erkennen ist, dass es hier eingeklebt ist, aber trotzdem mit einem Hochglanzfinish auf allen Mediabooks außen, passend eben zu den anderen Mediabooks aus der Pete Walker Collection. Wir können jetzt dann einmal einen Blick durch das 24-seitige Booklet werfen. Das wurde auch bei diesem Titel wieder großartig von Christoph Kellerbach geschrieben und auch hier, danke für ein paar Infos im Intro, darin hat Christoph Kellerbach wieder ein bisschen ausgeholt und vielleicht unsere Erinnerung an Pete Walker ein bisschen aufgefrischt mit ein paar Rückblicken auf die früheren Stadien seines Lebens, beziehungsweise eben die früheren Titel, die er zuvor gemacht hat. Dann natürlich aber auch darauf eingehend, mit welcher Motivation er eben zu der Idee für den Film Shizu gekommen ist. Noch ein bisschen ausführlicher eben dargestellt, was für Zwistigkeiten es zwischen Pete Walker, beziehungsweise eben dem Autor David McGillivray gegeben hat, die sich dabei im Drehbuch irgendwie komplett überworfen haben und dann deswegen auch nachher nie wieder zusammengearbeitet haben. Bis hin eben zu der Tatsache, dass Pete Walker eben bewusst einen etwas realistischeren und gar nicht mal so blutrünstigen Film machen wollte, obwohl die BBFC dann für die britische Kinofassung des Films trotzdem wieder einmal massiv zugelangt hat und etliche Sequenzen entfernt hat. In der zweiten Hälfte von diesem Booklet gibt es dann auch noch ein zahlreiche Aushangfotos, beispielsweise eben hier aus Deutschland, aus Frankreich und aus Italien, beziehungsweise dann letzten Endes eben auch das alte spanische Plakatmotiv von dem Film, das eben für das eine Cover-Artwork Pate gestanden hat. Dabei muss man sagen, dass hier ein wirklich absolut großartiger Mediabook-Release gelungen ist, mit einer Vielzahl an sehr abwechslungsreichen, sowohl Fotocovers als auch gezeichneten Covers, wobei mir persönlich natürlich mit großem Abstand die beiden gezeichneten Artworks hier am besten gefallen. Aber eines ist ja, wie bereits erwähnt, in allen fünf Mediabooks gleich und das ist die enthaltene Disc. Deswegen natürlich auch die Bildqualität des enthaltenen Films. Damit möchte ich mich mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check ausführlich beschäftigen. Dafür habe ich wie üblich einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Wicked Vision direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Am Anfang von dem Video haben wir kurz darüber gesprochen, dass Warner den internationalen Vertrieb für den Film Shizu übernommen hat, was wahrscheinlich rückblickend gesehen für die jetzige High-Definition-Präsentation des Films auch ein relativ guter Schritt war, denn in den Archiven des großen Majors hat dieser Film ganz offensichtlich eine schöne, gemütliche Zeit verbringen können. Bereits im Februar 2013 wurde der Film in Amerika über das Label Redemption das allererste Mal in High-Definition ausgewertet und hier auf dem Backcover der amerikanischen Blu-ray lässt sich lesen, dass das HD-Master damals vom 35mm negativ erstellt wurde. Leider liegt mir diese Blu-ray nicht persönlich vor, weswegen ich keinen direkten Bildvergleich zwischen der deutschen und der amerikanischen Präsentation treffen kann, aber meine Bildeindrücke von der Blu-ray von Wicked Vision treffen sich eigentlich ziemlich mit dem, was die Kollegen aus Amerika gesagt haben und grundsätzlich kann man hier recht knapp zusammenfassen, dass die Blu-ray-Bildqualität von Shizu absolut großartig ausgefallen ist. Dabei ist nämlich ganz besonders faszinierend, wie diese eben recht kleine, recht günstige Produktion eben aus dem Jahr 1976, fast 50 Jahre nach
nach ihrem Entstehen hier auf der deutschen Blu-ray aussieht. Man merkt übrigens relativ witzig, vor allem über größere Betrachtungsflächen, dass hier teilweise wirklich genau mit den Overlays gearbeitet wird, wie in den Einstellungen mit den Texteinblendungen, zum Beispiel beim Anfang des Films dann plötzlich die Rauschintensität ein bisschen zunimmt. Aber grundsätzlich habe ich hier den Eindruck, dass man mit einem sehr Fine-Grain-Material gearbeitet hat, das nämlich eben auf der Blu-ray sehr wohl einen organischen 35mm Grain-Charakter hat, dass dieses Grain aber wirklich sehr dezent und subtil in dieses gesamte Bild eingearbeitet wird, dass man allerdings vor allem bei diesem HD-Transfer eine absolut phänomenale Schärfe hat, dass das Bild unglaublich toll mit Details durchzeichnet ist, die Farben kräftig und natürlich wirken und der Kontrast grundsätzlich wunderschön, dynamisch und natürlich. Ganz besondere Spitzlichter, wie beispielsweise bei Lampen, können hier und da minimal überstrahlen, was allerdings eher hier an dem damals verwendeten Filmmaterial liegt, sowie eben auch die Tatsache, dass hier und da, wie eben bei Independent-Produktionen der damaligen Zeit gar nicht mal so unüblich, einzelne Einstellungen ein bisschen eben weicher erscheinen als der Rest des Films. Aber das ist für eine günstige britische Produktion aus dem Jahr 1976 schon fast als Referenztransfer zu bewerten. Dieses Bild ist großartig, natürlich, dynamisch, perfekt, punktscharf und dankenswerterweise eben nicht durch irgendein auffälliges DNR totgefiltert. Dabei sei auch noch zu erwähnen, dass Wicked Vision dem 109 Minuten langen Film satte 29,4 GB auf der Disc zur Verfügung gestellt hat, weswegen wir hier ein sauber enkodiertes Bild bekommen. Wir haben keinerlei Blöcke, Artefakte oder gar Banding-Strukturen in den homogenen Hintergrundflächen. Das ist ein sauberer HD-Transfer, ein großartiger HD-Transfer und einer, der wirklich für einen solchen Film einfach atemberaubend und großartig aussieht. Das muss man an dieser Stelle noch wirklich einmal hervorheben, was nämlich eben Wicked Vision in Zusammenarbeit mit dem Partnerstudio LSP Medien hier aus dem verfügbaren Ausgangsmaterial noch einmal rausgeholt hat, an Boost, an möglicher Qualität und Dynamik für die deutsche Blu-ray-Umsetzung. Das ist wirklich, wirklich absolut großartig. Pete Walkers Filme sind definitiv Geschmackssache. Also der Geschmack der damaligen Presse waren sie definitiv nicht, wobei es sich in der Zwischenzeit ein gewisser Kult rund um den Regisseur Pete Walker gebildet hat, was wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass er eine eigene Blu-ray-Reihe von Wicked Vision bekommen hat. Und mit der Nummer 7, dem Film Amok / Shizu, gibt es eine der Fan-Favorites zum allerersten Mal als deutsche High-Definition-Premiere, beziehungsweise generell zum allerersten Mal im digitalen deutschen Heimkino. Und man muss sagen, dass die Art, wie Pete Walker, der natürlich verschiedene Genres bedient hat, teilweise von kleineren Krimis bis hin eben zu exploitativ oder sexploitativeren Filmen, hier etwas ganz Besonderes gemacht hat. Einen offensichtlich vom Giallo beeinflussten und inspirierten Film, der sich sehr wohl mit der psychologischen Komponente seiner Hauptdarstellerin sehr, sehr gut beschäftigt. Dabei, und ich möchte gar nicht mehr sagen, um nicht irgendwie ein bisschen einen Spoiler niederzulassen, vielleicht sogar eine Inspiration war für einen der größten französischen Terrorfilmklassiker der letzten 20 Jahre, dabei durchaus unterhaltsam ist, mit seiner Laufzeit von über 100 Minuten vielleicht natürlich auch die ein oder andere Länge nicht verleugnen kann, aber, und das finde ich sehr schade, dass sich McGillivray und Walker so sehr zerstritten haben um den Film, was eben so weit ging, dass McGillivrays erster Drehbuchentwurf, nachdem er ja eben mit dem Konzept relativ wenig anfangen konnte, nur 40 Seiten war und demnach überhaupt nicht genug für den ganzen Spielfilm, und Pete Walker dann mit ihm immer hin und her streiten musste über einzelne Elemente, die man noch hinzufügen kann. Das ist etwas, das man, finde ich, bei dem Film teilweise merkt, dass es eben einzelne Sequenzen und Szenen gibt, die wirklich ganz offensichtlich nur dafür da waren, um die Laufzeit zu strecken. Da wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn die Laufzeit nicht auf 110 Minuten gestreckt worden wäre, sondern man vielleicht bei gemütlicheren 90 geblieben wäre. Dann hätte der Film noch mehr Spannung liefern können, aber er hat interessante Charaktere mit dabei. Er hat vor allem auch einige durchaus interessante und kreative Kill-Sequenzen mit dabei, beziehungsweise einen coolen Twist am Ende. Das ist definitiv ein Film, den man als Bereicherung für die Pete Walker Collection von Wicked Vision werten darf, vor allem in diesem großartigen Package. Wicked veröffentlicht den Film in 5 hervorragend verarbeiteten Mediabooks mit 5 verschiedenen für
aus jeweils unterschiedlichen Gründen wirklich sehenswerten Plakatmotiven, wobei mir die beiden gezeichneten Motive natürlich mit Abstand am besten gefallen. Großartige Bildqualität auch, und das wird, finde ich, auch von mir teilweise mea culpa, viel zu selten erwähnt und hervorgehoben. Auch großartig remastertem Ton, dazu natürlich fantastischen Bild, Bonusmaterial, das noch hier dazugefügt wurde. Das Interview mit Pete Walker ist großartig, der Audiokommentar ist vor allem großartig, dazu ein lesenswertes Booklet, das Ganze wunderschön zusammengefasst. Das ist ein Film, der natürlich auf der einen Seite für Fans von Pete Walker sowieso ein absolutes Pflichtprogramm ist, aber auch vielleicht für diejenigen, die mit dem normal etwas grindhausigeren und sexploitativeren Werk des Regisseurs weniger anfangen können, trotzdem aufgrund seiner spannenden Geschichte, seiner psychologischen Komponenten einen Blick wert sein dürfte, obwohl eben zwischendurch die Längen auch einfach nicht wegdiskutiert werden können.